heute mal ein bisschen Geschichtsstunde bei mir. Ich nehme am Straßenverkehr teil, wenn ich wach und ausgeruht bin. Es ist schon wieder Montag. Und es fängt schon wieder an. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ah. Ja, auf den Weg nach Italien. Und zwar nach Cividale. Kennen wir ja auch schon, waren wir ja auch schon so zweimal, ne? Und jetzt sogar schon das dritte Mal. Ach, was weiß denn ich. Irgendwie so, auf jeden Fall. Ja, ist ja kurz an der Grenze hier von Arnoldstein. Das sind ja gerade mal 117 Kilometer von hier. Es ist ja nicht alt so weit. Ja. Hier ist auch ein leckerer, ja, leckerer Imbiss. Also ich weiß ja nicht, was andere von dem halten. Ich finde ihn total lecker. Da hatte ich gestern einen Döner-Teller mit Pommes und gestern Abend habe ich mir dann noch Pommes mit Schnitzel geholt. War lecker und war auch nicht allzu teuer. Da kann man gut mit leben. Ja. So sieht's aus. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt kriegen in Cividale. Ich habe zwar den Auftrag hier, ich habe ihn aber nicht ausgedruckt. Aber das werden wir ja sehen. So. Leuchten tut alles. Also Abfahrtskontrolle habe ich dann eben auch gemacht beim Müll wegbringen. Es reicht ja, wenn einer friert, ne? Weil es ist mir nicht gerade warm. Es hat auch die ganze Nacht geregnet. Ohne Ende. Gut, dann haben wir gleich nach Cividale. Um 8 bin ich angemeldet, kurz vor 8 sind wir da. Vielleicht sogar kurz nach 8. Man weiß ja morgens, die Italiener, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind, die fahren ja auch mal gerne auf den letzten Drücker los. Das ist aber bei mir manchmal auch so der Fall. Also insofern schauen wir mal. Wir wollen ja heute noch so weit wie möglich zurück. Wobei ich beim Zahnarzt anrufen muss, wie immer 9:10. Ich habe gedacht, der Termin war Freitag. Nein, der Termin ist morgen um 12. Ja, dann muss ich denn heute im Laufe des Tages auch noch beim Zahnarzt anrufen und den Termin verschieben. Wegen der Anpassung. Ist halt so. Irgendwas stimmt mit meinem Dings nicht. Keine Ahnung, was damit los ist. Ich weiß es nicht. Ich schließe es jetzt nochmal an zum Laden, weil irgendwie geht das Ding nicht mehr an. So, Cividale. CMR ist fertig. Auftrag habe ich mir ausgedruckt. Der Drucker liegt da hinten zum Laden. Das ist nämlich der Akku leer. Wir haben es jetzt 10 vor. 10 vor 8. Um 8 soll ich hier sein. Also passt alles. Sehr gut sogar. Schreibkram habe ich soweit auch schon erledigt. Und hier scheint die Sonne. Es ist kaum zu glauben. Es sind zwar Wolken am Himmel,
aber es scheint die Sonne. Unfassbar. Unglaublich. Ja. Ich weiß nicht, was mit der Funkstrecke los ist. Oder weil das Mikrofon los ist. Keine Ahnung. Der Empfänger geht an, der Sender noch nicht. Der wird ja wohl nicht nach einem Dreivierteljahr schon den Arsch hochgerissen haben, oder? Wäre ärgerlich, war nicht billig. Naja, so. Ich werde jetzt noch eine rauchen und dann werde ich mal das Büro stürmen und denke ich mal, dass es auch gleich losgeht mit Laden. Und ich hoffe mal, dass die denn auch den Zoll soweit fertig hat, wenn wir fertig sind mit Laden. Schauen wir mal. Die wollen wohl mit mir noch nichts zu tun haben heute Morgen. Wie es aussieht. Wie spät haben wir es denn jetzt? 8:10. Also irgendwie mögen die mich heute Morgen noch nicht. Naja. Ich werde noch eine rauchen. Genau. Und dann versuche ich es nochmal. Irgendwann werden die schon merken, dass ich hier vor der Tür stehe. Dreimal geklingelt, einmal kam eine Bandansage, dass ich außerhalb der Geschäftszeiten klingel. Das zweite Mal, ja, klang so, wenn ein Hörer abgenommen hat und aufgelegt wurde. Beim dritten Mal kam gar nichts mehr. Da kam gleich Dut, keine Ahnung. Ja. Ja. Ist er ja. Ich mache jetzt noch eine Zigarette an. Dann warte ich noch einen Moment. Ach so, jetzt weiß ich warum. Die Dame aus dem Büro kommt gerade erst. Deswegen. Jetzt weiß ich warum. Naja. Gesehen hat sie mich ja. Es ist einfach nur warm. Kennen wir gar nicht mehr. 28 Grad. Das kennen wir gar nicht mehr. So. Einmal fürs Büro. Was geworden? Jo. So, die haben wir extra. So, das sind die Lieferscheine. Lieferscheine. Lieferschein, Lieferschein. CMR. Für uns. So, Tacker. Tacker. Jawohl. So. Hier auch Tacker. Zollpapiere. Mann! Kann ich auch mal aufhören zu schwitzen oder was? Geht immer gar nicht. Oh, Kollege, du kannst da hinten gerne stehen. Ich brauche noch 6 Minuten. Nein, ich meine eine halbe Stunde Pause. Dann kann ich mal eine Pause rum. Oh ja. Und dann kann ich starten.
Hochfällen Nord. Oder wie heißt das hier? Hochfällen Süd ist da drüben, ist das hier Hochfällen Nord. Halbe Stunde Pause. Red Bull, Thomas im Ohr und Berge gucken. Weil wir verlassen mich gleich die Alpenregion. Bei 3 Stunden kann ich nämlich gleich noch fahren. Nicht ganz. 2,58. Mal gucken, vielleicht geht ja meine Rechnung auf. Schrammi. Und ich bin doch schon morgen in Kiel. Wer weiß. Jetzt davon gehabt, dass er mich ausgebremst hat. Was hat er jetzt davon gehabt? Erst lässt er mich nicht auf der Autobahn, dass ich einen Anker schmeißen musste. Und dann bremst er mich beim Einstellen auch noch aus. Was soll denn das? Was soll denn das? Das soll er mir mal erklären. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Aber okay. Muss ich wohl auch nicht. Aber sowas regt mich dann auf. Also das verstehe ich nicht. Naja. Es ist Urlaubszeit. Autobahn voll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da hinten irgendwo eine Baustelle kommt. Normal kann ja nicht, weil es ist ja dreispurig. Ich weiß gar nicht, war da hinten eine Baustelle? Dass sie irgendwo da eine Baustelle eingerichtet haben? Ich habe keine Ahnung. Angezeigt wurde mir nichts. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe auch gar nicht das Navi an. Und Radio höre ich auch nicht. Wäre vielleicht manchmal ganz hilfreich, wenn man das mal machen würde. Jo, gib alles, Junge. Ja. Ich kriege mich hier noch ein bisschen weiter durch. Also, ich denke mal, der Stau wird auch gleich irgendwann zu Ende sein. Der Müller ist ja bekannterweise von Natur aus faul. Ich habe keinen Bock zu kochen. Deswegen habe ich was zu essen geholt und habe gleichzeitig gesehen, da hinten sind noch Parkplätze frei. Also schmeiße ich noch mal kurz die Karte rein und fahre dann noch mal nach hinten. Genug Schichtzeit habe ich auch noch, 6 Minuten Fahrzeit habe ich auch noch. Sollte wohl reichen, denke ich mal. Weil ich stehe hier so ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, hier stehe ich besser, wa? Wie vorne. Würde ich mal sagen. So, komm ich hinten vorbei? Ja. Komm ich hier vorbei? Jo. Ich glaube, hier stehe ich besser. So. Jetzt kann ich in Ruhe Feierabend machen. Es ist jetzt 6:30. Wir messen jetzt hier mal weiter. Also geht es 5:30 morgen früh weiter, würde ich sagen. Außer hier was Gegenteiliges, glaube ich aber nicht. So. Nur Schicht im Schacht. Guten Morgen.
Kennt ihr diese Morgen, wo man so überhaupt nicht aufstehen mag, überhaupt nicht aufstehen will? Heute ist so ein Morgen und es ist erst Mittwoch. Ja, und es ist echt erst Mittwoch. So ein Shit. Oh, ja, Cushing. War irgendwie eine komische Nacht. Da kam ein Gewitter runter. Oh, das finde ich ja so widerlich, ne? Was ich da gerade sehe. Ich zeige euch das mal. Ey, das geht gar nicht, sowas. Seht ihr das? Geht gar nicht, in meinen Augen. Also nicht, dass er sich da wäscht. Ist ja alles gut und schön. Mache ich ja morgens am Wasserkanister auch. Aber dass er da den ganzen Scheiß auf der Beifahrerseite liegen kann, Wasserkanister, sowas hat für mich im Auto nichts zu suchen. Absolut nicht. Oh, nee, da wird mir schlecht. Auch wenn die ihre Sachen rechts aus dem Fenster kippen. Oh, widerlich. Und dann wunderst du dich, warum die Autos rechts so komisch aussehen. Ja, heute Nacht hat hier ein Gewitter getobt. Alter Gevatter. Also das war nicht feierlich heute Nacht. Wirklich nicht feierlich. Da wurde mir sogar einmal komisch. Ja, so, jetzt mache ich das, was bei mir auf dem T-Shirt steht. Aber es lief ja gestern denn wieder so toll. Mal gucken. Nach den ersten 4 Stunden kann ich euch sagen, ob wir Kiel erreichen oder nicht, aber ich sag nicht. Weil es sind noch fast 800 Kilometer. Werd nicht drin sein. Glaube ich nicht. Täte mich wundern. Wir werden es aber sehen. So, ja, nach den ersten 4,5 Stunden kann ich es euch sagen. Eine neue Baustelle, Bad Kloster Lausnitz auf der A9. Sind die gerade bei neu einzurichten. Die ist aber auch nur 2 Kilometer, aber trotz alledem, das könnte noch zum Nadelöhr werden. Wobei ich gerade gesehen habe, da drüben wird wohl auch noch eine Spur gemacht. Zumindest sah das nach der Beschilderung so aus. Aber das könnte hier noch ein ganz schönes Nadelöhr geben. Dann bin ich echt mal gespannt, was das hier noch gibt. So, Stunde 20 kann er noch. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ja, ein bisschen Diesel können die vielleicht auch noch gebrauchen. Das sind noch 526 Kilometer. Ja, können eng werden. Mal gucken, das entscheide ich nachher spontan. Wo und ob wir noch was rein tanken. Pause und Frühstück. Wie lange ist das jetzt überhaupt? Boah, kann man schon fast vom Brunch reden um 20 nach 10, ne? Ja, Plötzetal Ost. Ich wäre gerne weitergekommen, aber es ist ja nicht möglich. Moment, so, ich habe mir auch wieder 2 Wasserpeitschen geholt. Hier, eine Wasserpeitsche. Noch eine Wasserpeitsche. Ich habe nämlich Hunger. So, ich habe aber auch keine Lust. Also ich habe jetzt beschlossen zu tanken und zwar in Soltau. Soltau, Deutschland.
Heidewig 1. Da will ich doch hin. Ja, in Soltau. Ich muss mich auch in Blue haben. Ja, so, das Navi. Oder ich würde eigentlich, so wie ich eigentlich immer fahre, über Magdeburg. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf Landstraße. Ja, ist okay. Ja, ist immer noch okay. Hä? Aha. Was ist ein komischer Weg auf einmal kürzer? Wieso ist es da gesperrt? Hä, hey, wie willst du mich denn schicken? Eine Zelle? Aha. Ja. Ja, stimmt, über Zelle. Das ist ja der kürzeste Weg. Oh, Leute. Ja, ankommen tun wir heute definitiv nicht mehr. Es sind 421 Kilometer insgesamt. Keine Chance. Keine Chance. Ist doof, ist aber leider so. Naja. So, ich will jetzt noch was essen, ich habe nämlich Hunger. Hunger! Es regnet, die Erde wird nass. Ja, also für jemanden, der Seepferdchen machen will, ist jetzt genau die richtige Zeit, braucht nur aufsteigen. Alter Gevatter Scheich. Aber auf einmal, wie in so eine Wand rein. Ich war gar nicht schnell genug, die Kamera anzumachen. Wow. Und das Lustige ist, wenn man nach vorne guckt, da ist es gleich schon wieder vorbei, da wird schon wieder blau. Also hell. Wisst Bescheid, ne? Aber wir werden ja den Hitzetod sterben. Nee, wenn das so weitergeht, werden wir eher ertrinken. Zweite Pause. Raststätte Harburger Berge. Ich muss aber leider noch ein bisschen was tun, weil irgendwie flattert hier die Plane so ein bisschen. Das gefällt mir gar nicht. Da muss ich mit dem Hammer wieder Nachhilfe leisten. So. Ich weiß gar nicht, warum ich den Hammer nicht hinten lasse. Aber ich muss den gleich bestimmt wieder überreden. So. Ich bin fertig. So. Jetzt mach ich das, ne? So. Das war der Plan, wenn man mit dem Hammer nachhelfen muss.
Ja. Das sieht doch besser aus. Ist er da rausgesprungen? Warum? Oh. Mann, Mann, Mann. Kraft aufreibend hier. Kraft aufreibend. Siehst du wohl. Immer mit dem Hammer. Schlimm. So, jetzt nochmal fix zu machen. Jetzt bin ich auch zufrieden. Oh. Ich kann schon weitergehen. Ja, so eine Stunde 33 habe ich noch. Brauchen würde ich bis Kiel eine Stunde 33. Aber es kommt jetzt noch das große schwarze Loch in Hamburg. Das ist ja gar nicht so weit von weg. Was macht er hier für Experimente? Dafür die rückwärts? Wie, die knutschen, wie eklig. Ja. Ja, jetzt hat er mich ganz aus dem Konzept gebracht hier. Achso, ja, ich stehe hier so das große schwarze Loch in Hamburg aus, wer weiß, was da los ist. Also ich denke mal, die letzte Raststätte vor Kiel auf der 7 wird es wohl werden. Werden wir sehen, was das große schwarze Loch vor Hamburg sagt, oder von Hamburg sagt. In 14 Kilometer wissen wir es, was da los ist. Feierabend Brockenlande. Und was ist im Brockenlande? Was gibt's im Brockenlande? Ding, ding. Richtig, Sünderdonnerstag. Gibt's immer noch, habe ich lange nicht mehr gefilmt. Und heute ist Donnerstag und Sünderdonnerstag. Die Ess ist hier drinne. Ein Big King XXL, zwei Cheeseburger und Pommes. Und hier drinne ist Sprite. Jawohl, und das werde ich mir jetzt zum Feierabend genüsslich reinziehen. Genau. Und ja, nebenbei warte ich denn ja, auf die Anweisung für morgen. Die weiß ich mir auch noch nicht. Genau. Und dann geht's morgen weiter. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.